Ja, hallo nochmal von mir auch. Wenn man frei arbeitet, dann ist eine der Privilegien, die man hat, dass man immer flexibel sein darf und dass es immer Work in Progress ist. Vor 3 Wochen wollten wir eigentlich noch über Beziehungsideen sprechen, also Beziehungen sind überholt. Und als Mike und ich dann vor 4, 5 Wochen ein kleines Retreat gemacht haben, kamen wir auf die Frage, die ich gleich vorstellen werde. Und ich wusste nicht, dass das unser Titel sein würde. Mein narzisstisches oder mein Ego sagte, oh, nee, jetzt schon wieder ein neues Thema. Und mein narzisstisches Ego kann es fast nicht ertragen, Workaholics das vorzustellen. Aber mein Higher Self sagte, das sind doch mal die Herausforderung an, geh doch mal ins Vertrauen. Mach doch mal, schau doch mal, was passiert. Und als Soziologin und Psychologin schaue ich ein bisschen auf diese Aspekte der Thematik und Mike wird dann sicherlich sich mehr auf die philosophischen Aspekte fokussieren. Das heißt, wir machen eigentlich so 2 Schleifen oder wir wechseln mehrfach die Perspektiven und ich möchte euch einladen, einfach mal zu schauen, wie ist es denn bei mir und in meiner Umwelt, wenn ich über Ego und Higher Self nachdenke. Und ich habe ja gesagt, eigentlich hatten wir eine Frage als Ausgangsbasis und man könnte sagen, ja, wie muss denn die Balance zwischen Ego und Higher Self aussehen, damit ich in der heutigen Zeit, in der aktuellen Gesellschaft mein Potenzial optimal entfalten kann. Und ich habe die Frage ganz bewusst so aufgeschrieben, weil eigentlich stehen einem da schon, oder mir, schon fast die Haare zu Berge, weil es ist so Leistungsgesellschaft abgebildet in dieser Frage, also optimal, müssen und muss ich überhaupt, und wer bestimmt da eigentlich, was das Optimum ist. Und gleichzeitig ist die Frage für mich aber auch Abbild dieser Spannbreite zwischen der leistungsorientierten Gesellschaft, wo wir konfrontiert werden damit, uns mal weiter zu verbessern, zu optimieren, Selbstoptimierung zu betreiben, und aber auch den spirituellen Anspruch, ganzheitlicher zu werden, integral zu arbeiten. Und viele von uns wissen, dass es eigentlich ohne diesen Anspruch oder ohne diesen Wunsch gar nicht mehr möglich ist, in der heutigen Zeit sich zurechtzufinden oder sich zu entwickeln. Für mich ist die Frage deshalb eigentlich noch eine andere. Wie kann ich Licht werden im Hier und Jetzt, im täglichen Sein, ohne schon jetzt diesen Körper verlassen zu werden, zu müssen? Klar, wenn ich tot bin, wenn ich gestorben bin, gehe ich davon aus, ich bin Licht, aber gibt es nicht auch Optionen, jetzt schon Licht zu sein, jetzt schon hell zu sein, jetzt schon zu strahlen und quasi die Sehnsucht nach der eigenen Entfaltung in aller Leidenschaft des Wesens zu erwecken? Nach dem Raum jenseits des Getrenntseins diese Sehnsucht zu ergreifen, die eigene Wahrnehmung auf höhere, vielleicht sogar auf die höchste Schwingungsebene auszurichten und das eigene Potenzial zu entfalten. Warum sind das eigentlich essentielle Fragen? Mike hatte schon angedeutet, und wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung anschaut, könnte man vielleicht mutmaßen, es gibt immer wieder so Zyklen, wo das wieder hochkommt. Gleichzeitig denke ich aber, dass in einer aktuellen Zeit zwischen Bolsonaro und Greta Thunberg sich immer mehr Menschen fragen, ja, wo soll ich mich denn wie positionieren, was kann ich denn tun, wo soll es denn hingehen? Also, es geht um Balancen und um Positionierungen und gleichzeitig nicht nur darum, das eigene Bewusstsein zu entwickeln, zum Beispiel durch Meditation in seinem eigenen Kämmerlein, sondern diese Ideen in die Welt zu tragen. Es geht nicht mehr darum, kleine Enklaven zu entwickeln, Herbergen am Rande der Welt, das ist wunderschön, aber ich finde auch, aus meiner Sicht, wir haben eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, diese in die Welt zu tragen, Bewusstsein in die Welt zu tragen. Das heißt, es geht nicht nur um meine Potenzialentfaltung, sondern auch um
das Ermöglichen von Potenzialentfaltung für andere. Ja. Wenn ich als Soziologin in den Alltag schaue, dann dann schauen wir einfach auf die untere Folie. Gibt es immer mehr Menschen, die in ihrer Welt nicht, in ihrer Arbeit nicht wirklich sind, sondern es gibt eher so die Idee von, ich gehe hier zur Arbeit und da ist mein Leben. Also Sprichwort Work-Life-Balance, ich immer sage, naja, was ist denn Work, wenn es nicht zum Leben dazugehört? Wie kann es denn eine Balance geben zwischen zwei Aspekten, die mein Leben bestimmen? Ja? In den 80er, Ende der 80er Jahre gab es einen Report, der also prognostizierte für 2020, jeder Zweite wird an einer psychischen, im Laufe seines Lebens einfach psychisch krank gewesen sein. Und wir sind in 2020, wir haben diese Zahlen erreicht. Und als Soziologin und Psychologin frage ich mich natürlich immer, warum? Was ist da passiert, dass wir trotz sozialer Medien, trotz Vernetzung, trotz Globalität so einsam sind? Und Arbeit sich immer mehr nicht nur entgrenzt, sondern auch entmenschlicht und wir das Gefühl haben, okay, ich setze mir auch eine Maske auf, um zur Arbeit zu gehen und wenn ich nach Hause komme, bin ich ganz jemand anderes. Da darf ich dann wachsen. Warum darf ich nicht während der Arbeit wachsen? Und andererseits auch die Tendenz besteht, sich in die Arbeit einzubringen. Aber mit welchen Rollen bringe ich mich in die Arbeit ein, mit welchen Teilen von mir? Und Mike hat es schon gesagt, also es gibt viele Bereiche im Arbeitsleben, also ich habe vorhin mal auf die Tafel da draußen geguckt, es gibt ja viele von euch, die arbeiten als Coach oder als schon sich potenziell entfaltende Tätigkeitsbereichen, sage ich mal. Aber andere von uns, jemand habe ich gesehen, der war Verkehrsplaner. Ist er hier? Nee. Ja. Ah, okay. Hatte toll, jemand wirklich aus der Wirtschaft. Weil das wirklich eine Frage ist, die mich umtreibt. Tagtäglich an der Hochschule. Wie gehe ich mit Menschen um, die nicht so ticken oder wie viel zeige ich von mir, wie viel darf ich von mir zeigen, wie viel Rationalität ist erforderlich, aber wie intuitiv darf ich sein, wie emotional darf ich mit meinen Kollegen umgehen, mit meinen Studierenden arbeiten, was darf ich da von mir zeigen? Ja? Wenn ich mich da verletzlich und weich zeige, was resultiert daraus? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Kränkung? Was würde daraus resultieren, wenn viele von uns in diesen Mangel oder dieses Manko reflektieren würden und das in die Welt tragen würden und sagen, nee, es reicht mir nicht nur, meine rationale Seite im Job zeigen zu können, sondern ich will intuitiv arbeiten und ich will emotional sein, was nicht heißt, dass ich immer blonde Hysterie sein muss, sondern dass ich einfach zeigen kann, wie es mir geht. Ja? Wie würden wir damit umgehen? Was würde für unsere Welt daraus resultieren? Und Lalou hat gesagt, der Schmerz, den wir jetzt fühlen, kommt von etwas Altem, was dann stirbt, während etwas Neues geboren wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wirklich wir gerade Teil dieses neuen Geburtsprozesses sind. Das heißt, wenn wir uns in das Liebesspiel zwischen Ego und Higher Self, darum geht es ja immer noch, begeben und also uns selber entwickeln und selber ermutigen, uns unserem höheren Selbst zu nähern, auch im Alltag, dann in Anlehnung an Wilbers Zirkel der Veränderung resultieren nicht nur Veränderungen auf der individuellen Ebene, weil wir unsere Wahrnehmung ändern, weil wir unsere Haltung ändern, weil wir auch sicherlich unsere Werte ändern, sondern es wirkt sich natürlich auch auf unser Verhalten aus. Es wirkt sich aus auf unseren Ausdruck, auf unsere Rollen, die wir im täglichen Sein einnehmen und quasi dann auch auf die kollektive Ebene,
auf unser Umfeld, auf unsere Ressourcen, auf unsere Kollegen, auf unsere Menschen, mit denen wir tagtäglich umgehen. Das heißt, es ist nicht nur ein Entwicklungsfeld und diese Frage zwischen Ego und Higher Self ist nicht nur die Frage, die ich in mir selber trage, gibt es da eine Balance, wo ist die Balance, wie gestalte ich die, sondern es ist auch eine Frage, die nach außen wirkt, weil sie alles ändert. Also es ist ein Spannungsfeld. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, hatte ich so eine Idee von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so an so leicht nebligen Tagen am Meer ist und das Meer ist ganz glatt. Und ich dachte so, ja, das ist der Zustand meiner Balance. Vielleicht habt ihr ein anderes Bild. Also der perfekte Zustand von, das Ego ist da. Es gibt viele positive Aspekte von Ego, das erzählt Mike gleich noch. Aber ich bin auch in meinem Higher Self. Das heißt, ich bin in der Superbalance. Und ich empfinde mich als selbstwirksam, als achtsam. Ein Yoga-Lehrer von mir hat mal gesagt, also wenn man im Dharma ist, man sammelt kein neues Karma mehr an, man verstrickt sich nicht mehr. Es ist ein bisschen langweilig, aber ja. Man ist halt da, man spürt die Freude und die Liebe. Könnte das Ergebnis sein. Das ist jetzt leider hier nicht so schön als Bild, aber auf der Präsentation sieht es wunderbar aus. Ich hoffe, ihr habt ein gutes inneres Bild von drüben her. Und dann gebe ich an Rebecca die Wurzel. Ja, danke. Als Übergang hat sie noch ein Zitat rausgesucht, das hatte ich jetzt vorlesen. Wieder von Lalou.